So, hier brauchen wir ein Ventil oder irgendwie sowas. Hier brauchen wir Dynamit. Hier kriegen wir, aha, sowas. Aha, das ist schön. Aha, hier hinten kann ich nicht hin. Okay, wieder Spuren sammeln. Und jetzt merkt man auch so nach und nach, nachdem wir wirklich fast alle Kostüme haben, wie schön das eigentlich eingesetzt wird, dieses, ja, mit den Kostümen eben die ganze Zeit hin und her wechseln. Und das geht auch mittlerweile wirklich in Fleisch und Blut über. Also, hab mir da ein bisschen unbegründet, glaube ich, auch Gedanken gemacht. Weil ich irgendwie nicht direkt Angst hatte, dass ich Übersicht verliere oder so. Aber ich habe es mir ein bisschen stressiger vorgestellt. So wie es jetzt unterm Strich läuft, finde ich es aber ganz in Ordnung, muss ich sagen. Vielleicht liegt es aber auch nur an mir. So, was ist mit euch hier? Ihr pustet mich weg. Das ist toll. Gut. Ah. Pusten, pusten. Im Pusten und Husten, da bin ich auch ganz gut, glaube ich, zumindest. Das ist ein Schalter, den können wir färben. Ich glaube, ganz eventuell haben wir noch die richtige Farbe. Weil Rot hatten wir doch auch schon für draußen, oder? Nee, ist automatisch wieder lila geworden, weil wir das Gebiet gewechselt haben oder so. Na gut, so, was haben wir hier drin? Aha, ein Astronautendingens, ja. Und das meine ich mit, es geht absolut mittlerweile in Fleisch und Blut über. Also die ganzen schönen Kostüme, die wir mittlerweile eingesammelt haben, die haben auch auf eine gewisse Art und Weise mittlerweile voll und ganz ihre Daseinsberechtigung und man weiß absolut und sofort und überhaupt, was man hier eigentlich machen muss. Astronautengedöns, bitte. Blau, gelb, rot, grün. Blau, gelb, rot, grün. So. Was verschafft mir jetzt der Satellit des Todes? Vermutlich... Achso, meine Färbenmaschine, oder? Nee, oh, Dynamit. Okay, nee, dann... Ah, dann funktioniert das nochmal anders. Das ist ja toll. Also, wir brechen jetzt hier die Tür auf, um uns dann das Dynamit zu schnappen und dann links die Tür aufzusprengen, um dann dort vermutlich den Farbwechsler zu erhalten. Das ist ja toll. Und dann müssen wir oben wieder mit dem Huhn des Farmers durch die Gegend fliegen. Flattern, was auch immer. Jemand hatte gesagt, ich hätte irgendwie Twilight Princess Musik dabei einspielen sollen, als wir so von Häuserdach zu Häuserdach geflogen sind. Oder von einem Häuserdach zum anderen Häuserdach. Es wäre in der Tat sehr passend gewesen. Nun ja, verpasste Chance, ne? Ich bin ja generell sowieso nicht so der Fan von nachträglicher Videobearbeitung. Das liegt aber in erster Linie irgendwie auch in dem... an dem Tempo oder einem Umfang, wie ich die Videos raushaue. Das ist leider das Blöde. Ja. Ich bin da so ein ganz klein wenig verschwenderisch, was das angeht. Ich liebe es aber auch einfach, das Ganze hier einfach so zu machen. Videobearbeitung selber ist halt so eine Sache. Ich erkenne den Reiz dahinter. Ich meine, ich habe sie selber eine ganze Weile gemacht. Und wenn man sich erstmal hingesetzt hat und dann auch was richtig Cooles kreiert hat. Eventuell hätte man noch weiter fliegen können, ich weiß nicht. Oh. Wie seid ihr hier reingekommen? Geschwommen. Er ist geschwommen. Ich habe die Hintertür genommen, weil ich nicht doof bin. Oh Mann, ich musste die ganze Grundausbildung ertragen, um hier reinzukommen. Das ist auch gut so. Wir sitzen nämlich auf dieser Seite des Zauns fest. Jupp. Und die große Tür kriegen wir auch nicht auf, um das Boot rauszuschaffen. Überlass das mir. Tja. Als ob wir eine Wahl hätten. Boah, ich mag ihn. Ja, mich muss man einfach mögen. Ich bin doch so ein kleiner, süßer Schnuffi-Schnuffi. Das bin ich wirklich. So, Schnuff-Schnuff. Schnuff-Schnuff, brech mal die Tür auf. Was wollte ich sagen? Ja, ich erkenne es an. Also, beziehungsweise, es macht ja auch Spaß, dann das fertige Produkt am Ende zu sehen. Und dann sagen zu können, ja, ich habe ganz viel Zeit mit einem lumpigen 5-Minuten-Video verbracht, so ungefähr. Aber dafür ist es einigermaßen cool geschnitten, der Witz dahinter stimmt und so weiter und so fort. Und ja, das macht dann einfach wirklich Spaß, aber man muss sich halt die Zeit dafür nehmen. Ja. Und die Zeit dafür nehmen ist so ein bisschen bei mir schwierig. Zumal ich, glaube ich, momentan noch echt Schwierigkeiten hätte, mich so richtig... so hundertprozentig dafür zu konzentrieren und deswegen da auch in der Beziehung so ein paar Sachen irgendwie vor mich herschiebe, mal wieder, die ich doch eigentlich schon gerne vor geraumer Weile gemacht hätte.
Wie das halt immer so ist, ne? So, Sprungplattform, das ist cool. Ach so, die Dinger sind nur dazu da, falls man ins Wasser fällt. Aber man muss nicht zwangsläufig ins Wasser fallen. Hui, okay. Wir sind hier drüben. Wir sind so mächtig. Wir drücken den Schalter, der uns was bringt. Ach so. Aha. Ah ja. Okay, ich hoffe mal, das ist nicht auf Zeit oder so. Aktivieren wir jetzt erstmal den Schalter. So. Aha. So, die Tür aufbrechen können die aber noch selber, oder? Na gut, oder vielleicht auch nicht. Sind halt Möchtegern und Aushilfsdiebe. Blups. Okay. Auf die Matratze des Glücks. Platsch, 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 platsch. Wie komme ich denn hier vorwärts? Ach so. Schultertaste. Wie ein Auto. Wie ein Auto. Berühmte Oink Oink Schweinchen Schweinchen Automatratze. Oh, guck mal. Da kann man was einsammeln. Mensch, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe jetzt schon 3 von 4 Dingern von... Also das ist, glaube ich, so ziemlich die erfolgreichste Mission, die ich jemals in diesem Spiel gemacht habe. Das ist der Wahnsinn. Okay, so. Tür aufbrechen. Das ist das Feuerwehrboot? Sehr lustig. Darf ich damit jetzt gleich noch ein bisschen durch die Gegend kutschieren? Dass du die Wasserkanone bemannst. Ach so. Okay, auch gut. Wasserkanone. Schnu, schnu. Okay, Wasserkanone und... Ah, schnu, schnu. Benutze die Wasserkanone des Boots, um das Füllen blinks. Halte, um Wasserbecken zu füllen. Fülle ich das Wasserbecken gerade? Ja, ich fülle das Wasserbecken gerade. Das war gerade nicht so hundertprozentig eindeutig für mich, aber... Was für ein ausgeklügelter Mechanismus. Könnte voll aus dem Zelda-Spiel stammen. Dabei ist es nur eine Feuerwehrstation. Der Wahnsinn. Naja. Und da sagt noch einer, Videospiele wären besser als das echte Leben. So ein Blödsinn. Das echte Leben ist mindestens genauso spannend. So, nu? Sag mal, was glaubst du, was der Steuerknüppel macht? Weiß nicht. Beweg ihn mal. Macht gar nichts. Siehst du? Ja. Na dann lass die Flossen davon. Können sich Lego-Figuren übergeben? Okay, war ein bisschen plump jetzt mit dem Steuerungshebel, aber naja, nö, ich fand das jetzt lustig. Es ist okay. Ja. Das Spiel gewinnt auch keinen Oscar, was den Humor angeht. Dafür ist er manchmal wirklich zu dämlich. Aber gerade das ist irgendwie auch das Geile daran. Ich mag das. Ist in Ordnung. Lass mir meinen Spaß mit dem Spiel, mein Gott. Ab und zu muss der Hering auch mal was Lustiges sehen. Nicht immer nur hier irgendwie so ein Gedöns, was absolut hier, ne? Also, nö. Nö. Wobei mir dann an der Stelle vielleicht auch ein paar widersprechen würden, weil sie wissen, dass ich ziemlich viel Gedöns auf meinem Kanal habe, aber egal. Und nö. Fahren wir zu Chan. Oder auch nicht. Ich würde das Boot gerne selber steuern. Das ist voll gemein, dass ich nur auf der dämlichen Kanone sitzen darf. Und jetzt wahrscheinlich auch sowieso abhauen muss. Hey, gut gemacht, Chassis. Nicht der Rede wert. Von jetzt an bist du mein Mann. Ich vertraue dir voll und ganz. Oh, danke, Winnie. Jetzt kann ich endlich diesen Privatkäufer loswerden. Zeit, ein Treffen anzusetzen. Ich melde mich dann bei dir. Okay, Winnie. Ja, wie schön, dass er jetzt mit dem Boot fahren darf und ich wieder nicht. Was soll dabei schon schief gehen? Achso, zu Rex Fury folgen. Ja, genau. Moment, naja, er hat gesagt. Vertraut, Chase. Vertraust du mir nicht? Bitte, ich bin... Ich weiß, dass du mich von der Polizei beschatten lässt. Tatsächlich? Wie? Ich habe damit nichts zu tun. Tut mir leid, Natalia, aber ich muss los. Jetzt tu nicht so scheinheilig, Chase. Ich bin im Krankenhaus und werde von der anderen Straßenseite beobachtet. Wie sehen die denn aus? Naja, echt schick angezogen für Polizisten. Schwarze Anzüge stehen vor einem dunklen Lieferwagen ohne Kennzeichen und einer Limousine. Das sind keine Polizisten, oder? Ich glaube kaum.
Und jetzt kommen Sie zum Krankenhaus rüber. Chase? Ja? Hilfe! Natalia? Natalia! Okay. Also, nichts mit Vinny verfolgen, zumal ich eben gerade noch nicht so richtig wusste, in welche Richtung er überhaupt abgehauen sein könnte, aber egal. Stattdessen tuckern wir jetzt mit unserem offenkundig nicht turborisierten Boot. Ist hier noch etwas, was ich... Ja, kann ich. Halt. Ja. Ich wollte doch eigentlich nur hier hoch, hier hoch, hier hoch. Genau, hier waren wir schon mal, ne? Glaube ich, mich zu erinnern, einigermaßen... Das stimmt, das hatten wir doch auch noch nicht. Warum haben wir das auch nicht fragt? Es gibt nur noch ein Kostüm und so viele Sachen, die wir immer noch nicht können. Ich weiß nicht. Astronaut, Farmer, Feuerwehr, so. Das hier hat man noch nicht aufbekommen. Bam, 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 bam. Ja, ja. Wir retten gleich unsere kleinen Schnupsfreundin. Freigeschaltet, Brad Hoggle. Sie wird uns ja nicht weglaufen. Also, ich meine, ne, das wird schon... Die werden schon... Das wird schon einen Grund haben, warum sie sich Natalia schnappen. Nö, da war ich auch schon drin. Oder müsste ich zumindest drin gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Die Kanalisation hier ist ja auch relativ groß. Wer rechnet denn mit sowas? Dup, 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 dup. Ja, relativ groß. Der linke Eingang da hinten, der sah mehr oder weniger zu aus, aber was soll's. So, ja... Wie gesagt, nicht motorisiertes Boot. Da rechts Feuerwehr, hier links Stadt. Krankenhaus. Krankenhaus, Krankenhaus. Krankenhaus ist gut. Ach, Krankenhaus ist sehr gut. Ja, ja, genau, weil Krankenhaus ist ja hier fast um die Ecke. Ah. Ich dachte, ich würde voll stylisch auf dem Steg landen. Chase, kannst du bitte springen? Dankeschön. Oh, dupdi-dupdi-dup. Wir sammeln alles ein. Wir sammeln alles ein. Wir machen alles kaputt. Wir machen alles kaputt. Bringt uns nur gar nichts. Bringt uns nur gar nichts. Ist hier irgendwas? War ich schon mal jemals hier unten? Oh mein Gott, hier kann man ja was bauen. Zum Beispiel eine Rufsäule, wenn man Kohle hätte. Scheiße. Dup, di, dup, di, dup. Wo war jetzt das Krankenhaus? Krankenhaus, glaube ich, hier oben. Und da, genau. Dup, 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 dup. Nein, liebe Kinder, so macht man das nicht. Wenn man über den Zebrastraufen... Wenn man über den Zebrastreifen laufen will. Das bedeutet zwar, dass die Autofahrer anhalten müssen, nicht so wie der Penner also, und auch nicht so wie der Penner und so weiter und so fort. Wenn man da jedenfalls drüber laufen will, über so einen Zebrastreifen, dann muss man trotzdem vorher nach links und nach rechts gucken. Und dann natürlich nochmal nach links, weil in der Zwischenzeit hätte ja von rechts, also wo man nach rechts geguckt hat, da könnte ja schon wieder was Neues von links kommen. Und dementsprechend, ja, geht man dann halt so rüber und dann... Dann halten die Leute auch an. Das ist ja nett, ne? Das ist ein netter. Der hat dich schön gezeigt. Hat ganz toll gezeigt, wie man das macht. So, und jetzt klaue ich mir noch dein Auto und fahre dich über den Haufen. Ja, so macht man das nämlich am Zebrastreifen. Man passt sich die Autos genau ab und dann, sobald der erste Trottel anhält, dann schmeißt man den aus seiner Karre raus und dann, ja. Ne? Genau so macht man das. Genau so. Eieiei, das Ganze wird ja immer schlimmer. Oh mein Gott! Sie stecken das Krankenhaus in Brand. Hilfe! Warum? Hilfe! Und wer hat dich da oben hingetan? Die Bankräuber? Bankräuber vor allem. Die Kidnapper haben ganz offensichtlich Superman als Verstärkung gehabt. Oh, wir dürfen wieder im Rollstuhl fahren. Ach, das ist ja lustig. Nein. Barnidier, Weg, Krankenhaus, Gedöns. Oh, da hinten kann man was machen. Oh, guck mal. Oh, das finde ich gerade viel interessanter als meine Freundin. So. Dupdi-dup. Ich kann hier eine Spur verfolgen. Eine heiße Spuhur. Und diese Spuhur, die führt mich irgendwo hin, wo es ganz spannend ist. Und diese Spuhur, sie bringt mich zu einem Container, der ganz schön weit weg steht. Und deswegen etwas unheimlich Interessantes beinhalten muss. So. Ta-ta-ta-ta, ja. 1000 Supersteine. Das ist doch jetzt ein Scherz, ist das, oder? Dup-di-dup. 10.000 hätten es ja wenigstens sein können. So, hier, Feurio, Feurio. Das ist ja irgendwie doof. Zum Glück ist die Feuerwehr im Anmarsch. So. Lalü, lala. Lalü, lala. Ich mache hier das ganze Feuer aus. Lalü, lala. Ich habe das ganze Feuer nicht ausgemacht. Lalü, lala, jetzt ist das Feuer aus.
So, und so überall Stats, die man alle einsammeln kann. Und überall Ganoven, die man alle platt machen kann. Oder so. Oder auch nicht. Doch. Ah, so. Dich habe ich jetzt geschnappt. Ah, du, dich habe ich nicht geschnappt, aber ich kann dich schnappen. So, zack. Und dich noch. Und... Hui. Und, was? Hui. Und... Was ist los mit dir, Kollege? Du willst irgendwie nicht fallen, oder? Kann das sein? Bam! Nee, der geht echt nicht auf. Bam! Fußheber! Wow! Du bist... eine Mischung aus Bruce Lee und Jean-Claude Van Damme oder so. Hilfe! Du bist mir eine Spur zu heftig! Ich möchte dich mit meinen unglaublichen Karate-Skills endlich töten. Wie kann ich? Ach so, kann ich. Ich hatte vergessen, wie es geht. Bumm! Bam! Ja. Da hat er nämlich gedacht, er könnte. Aber hat er falsch gedacht. Denn mit Chase McCain legt man sich einfach nicht an.